Hey, schau das Wasser an. Ui, Wahnsinn, oder? Das mit der Spiegelung, so realistisch. Mit diesem Update kam so viel rein, dass ich dir erstmal alles Neue zeigen muss. Das Starstable Geburtstagsoutfit ist nun fertig angepinselt worden. So sieht es aus. Ja, sehr rosa. Aber es hat eine wichtige Besonderheit. Denn dieser Pulli ist der erste Geburtstagspulli überhaupt. Schau mal, das sind die News von 2012. Diesen hier wird kaum jemand haben, da damals noch nicht so viele Leute gespielt haben wie heute. Er hat hier hinten sogar eine 1 drauf und ist deswegen auch dieser Retro-Pulli. Es ist so cool, dass sie darauf Bezug nehmen. Und so habe ich jeden Pulli und jedes andere Oberteil, das je zum Geburtstag gab. Das ist einfach so schön. Allerdings kannst du jetzt diesen Geburtstagspulli nicht mehr kaufen. Dieser Krempel ist jetzt aus dem Shop weggenommen worden. Ja, leider. Aber keine Sorge, zum Geburtstag wird es ihn wieder zu kaufen geben. Danach bekommst du immer noch die Geburtstagshütchen für ein Pferd. Und wenn ich daran denke, dass ich Tatsache 150 Starcoins für den Pulli bezahlt habe, der damals, 2012, gerade mit einem einzigen Jovic-Schilling verkauft wurde und jetzt 9 Jahre später 150 Starcoins kostet, könnte ich lachen. Könnte ich einfach nur laut lachen. Auch die Ausrüstung ist eine Kopie von damals, die man bestimmt auch damals hinterhergeworfen bekommen hat. Und heute kostet diese Ausrüstung 300 Starcoins. Und wer noch aus dem letzten Video weiß, das Outfit plus Ausrüstung kostet 810 Starcoins. Mit der Katze, die du auch noch bekommen kannst, 1160 Starcoins. Ja gut, hat sich das gelohnt? Sieht das Outfit wirklich so wertvoll aus? Naja. Nächsten Monat wird auf jeden Fall der Geburtstag sein. Und das Gratis-Schwert wirst du dann endlich in den Händen halten können. Bis dahin kannst du immer noch überlegen, ob du es haben möchtest. Das Pferd wird übrigens Seelenross heißen. Das kann man jetzt schon sehen, wenn man die Züge kaufen will. Sag mal, soll ich das Geburtstagspferd verkaufen oder behalten? Aber mal zum ganz anderen Thema. Das Wasser wurde erneuert und es glitzert so schön. Mit sehr, sehr viel Glitzerzeug, dass es ein wenig rumbackt. Aber sonst ist es wirklich, wirklich gelungen. Naja, okay, manchmal. Warum passiert das? Es macht gar keinen Sinn. Ich habe auch das hier bekommen. Ja, war ein ganz normales Update. Deswegen war vielleicht vor einiger Zeit auch bei Yvonne und Leni der Wäldersee einfach mal grün geworden, obwohl sie die Quest schon längst beendet hatten. Aber auch das musst du dir unbedingt mal selber anschauen. Eine Mini-Tierärztin, denn so niedlich, oder? Sie scheint auf jeden Fall verschwommen unter Wasser zu sein. Allerdings ist sie nicht unter Wasser, schau. Dieses Wasser hier scheint anscheinend Sachen zu spiegeln, die unter der Erde sind und macht sie so sichtbar. Und vielen, vielen Dank an Allison, Vivian und Ronja für diesen Tipp. Und schau dir auch diese Attraktion der Mini-Tierärztin selber in Fort Pinte an. Und wenn du eins dieser Drachenpferde hast, kannst du mit denen mal ins Wasser gehen. Die Beine und der Körper scheinen sich plötzlich unsichtbar zu machen, irgendwie Luft aufzulösen. Wie so eine Brausetablette verschwindet das Pferd. Vielleicht liegt es auch an diesen Gamaschen. Denn bei einem anderen Pferd kannst du genauso beobachten, dass die Beine plötzlich verschwinden. Dafür wurden im Wasser zum ersten Mal richtig Fische gesichtet. Was richtig cool ist, denn sonst scheint im Wasser nichts überleben zu können. Nicht mal unter Wasserpflanzen existieren. Vielen, vielen Dank an Johanna für das Bild. Und wenn du mal den Globeshop öffnest, passiert das. Ja, das Wasser scheint auch Probleme damit zu haben. Wie bei Kyra. Nur, dass bei ihr alles rosa wird. Ich muss sagen, die neue Reithalle gefällt mir sehr. In News steht, dass sie ähnlich ist, der, die es jetzt gibt, aber ich würde sagen, es ist einfach die gleiche. Einfach kopiert worden. Dafür funktioniert die Reithallenuhr. Das hat Mira entdeckt. Aber wenn du nicht fragst, wo ist eigentlich die Reithalle? Die Karte ist hier schwarz, man kann sie nicht verwenden. In nirgendwo etwa? Naja, du kannst es ganz einfach herausfinden. Springe gegen irgendeine Wand und wenn du so halb in den Boden kommst, drückst du O. Und mit dem Fotomodus rutschst du immer tiefer, tiefer in den Boden hinein, bis du den perfekten Ausblick hast über einen. Und du siehst, du bist in der Luft und kannst auf das Dorf schauen. Ein herrlich luftiger Ausblick, muss man sagen. Diesen Tipp habe ich verdanken. Shira, Astrid, Annie, Leni, Eva, Forster, Lucy und Levi. Allerdings wurde uns versprochen, dass man hier in der Reithalle mit seinem Club alleine ist und einfach nur Spaß haben kann. Allerdings ist man hier nicht alleine. Wer sind das für Leute? Und warum ist da jemand ohne Club in ein Clubhaus? Keine Ahnung, wie sie hier reinkommen, aber sie scheinen irgendwie teilweise durch die Wand zu kommen. Also ist dein Clubhaus doch nicht so privat. Derjenige, der auf jeden Fall diese Kissen hier auf der Tribüne platziert hat, hat ein wenig falsch was gemacht. Diese ist ein wenig, naja, zu weit draußen platziert worden.
aber man kann sich trotzdem immer noch gut hinsetzen. Aber die nächsten Updates hört sich auch richtig spaßig an. Erstmal soll es das Paint House geben und ein neues Western-Outfit. Dann aber ein ganz neues Rennen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und schließlich der Geburtstag. Rose und ich sind schon so in Partystimmung. Naja, ich. Rose ist nicht so das Partypferd. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir sehr gefallen. Wenn ja, kannst du hier gerne abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Rose und ich sagen danke und ciao.